Ja, heute reagiere ich mal auf einen Vorschlag, den ich ein bisschen zurückgeschoben habe. Wie viel ist ein Outfit wert? Rekordoutfit. Ich muss dazu sagen, ich habe mir das damals mal reingezogen, habe mir einfach nur gedacht, also gerade auch die Eltern, die ihre Kids da ein Outfit für 1000 Euro geben, ey, die Kinder werden doch nie mit Geld umgehen können. Nie! Vor allem, ich würde doch meinen Sohn kein iPhone geben. Ich weiß, das gehört jetzt nicht zum Outfit, aber da waren Kinder mit den neuesten iPhone. Meine Kinder können froh sein, wenn die eine Dose mit einem Strick bekommen. Die kriegen doch kein iPhone von mir. Die kriegen vielleicht ein iPhone, was 3 Jahre alt ist. Ne, da gebe ich den Apfelbeiß rein und dann baue ich da eine Antenne rein. Und ich hasse das, wenn Menschen, wieso habe ich eigentlich einen Kuli in der Hand? Egal. Wenn Menschen so anfangen, ja, ich habe voll das teure Outfit, bist du jetzt was Besseres? Aber gut, ja, gucken wir uns das jetzt an. Mein Outfit kostet übrigens, ich glaube, insgesamt 120, wenn die überhaupt, dann nimmer. Also, weil ich jetzt noch eine Jacke anhabe, ne? Deshalb, weil mir ist scheiße kalt, ja, weil, also ohne Jacke will ich 10 Cent oder so. Jo Leute, was geht ab? Ich bin's Leon und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute drehen wir wieder, wie viel ist ein Outfit wert? Diesmal eine Special Edition, nur mit Girls. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Wie heißt du? Und wehe, ihr kommt jetzt mit dem Argument, ja, wenn dein Outfit so billig ist, guck doch mal, wie das Outfit produziert wird. Guck doch mal, wie von Nike die Sachen produziert werden, die einen ganz anderen Stellenwert haben. Wer solche Sachen, solche Klamotten produziert. Nur mal so ganz nebenbei. Luisa. Luisa, was geht ab heute in Hamburg? Fotos machen. Fotos machen? Ja. Für Instagram oder Facebook oder was machst du? Nee, Instagram. Instagram. Oder Langeweile. Man kann halt eh nicht viel machen. Man kann nicht viel machen, ne? Okay. Okay, Luisa, auf jeden Fall cooles Outfit. Dankeschön. Lass uns mal ein bisschen näher drauf eingehen. Was haben wir für Schuhe? Gute Frage. Danks. Danks, okay. Was zahlt man für die? Ich habe 150 bezahlt. 150, und wo hast du die gekauft? Ich habe die bei Vintage gekauft. Bei Vintage? Ey, ohne Scheiß, ich hab Schuhe und die halten gefühlt ein Leben lang, ne? Ich habe Schuhe für 30 Euro. Warum sollte ich mir jetzt Schuhe kaufen? Ey, ohne Mist, selbst wenn ich 50 Millionen Euro in der Sekunde verdienen würde, würde ich mir never ever solche Schuhe kaufen. Und ich bin ja jetzt nicht in der Position von wegen, ja, ich kann mir sowas nicht leisten. Also ich könnte mir sowas schon leisten. Ne, weil in meinem Haushalt wirklich beide Parteien arbeiten gehen. Also ist jetzt nicht so, dass wir jetzt Hungertod nagen. Aber ganz ehrlich, da gebe ich lieber das Geld für einen Urlaub in der Antarktis aus, wo mich kein Mensch nerven kann, wo ich meine Ruhe habe und mich mit solchen Fragen hier auseinandersetzen muss. Ja, Ah, weil die okay. überall ausgekauft waren. Okay. Nice, nicht schlecht. Was haben wir noch? Dein Rock? Und der ist ganz günstig. Ganz günstig. Ja, der ist von Shein. Von Shein? Ja, Was zahlt man dann? Ich glaube, ich habe 12 Euro bezahlt. 12 Euro. Ja. Das ist ein guter Preis, ne? Ja. Okay, nice. Dann dein Pullover. Den habe ich von Strike. Strike, sagt mir gar nichts. Ja, was ist das? Das ist ein Strike, hä? Da kann man jetzt Strike, Klamotten Mann. kaufen. Okay, ist das in Laden oder ein Online-Shop? Also man bestellt dann meistens Mystery Boxen und dann kommen Mystery da Boxen. Dann kommen ah. Pullis an. Okay. Wie bei mir. Ich habe auch mal eine Mystery Box bestellt. Einfach nur just for the lols. Ne? Ich habe mir einfach mal gedacht, komm, bestellst mal eine Mystery Box. Und witzigerweise, die ganzen Sachen habe ich hier noch. Und da habe ich mir mal so gedacht, wisst ihr was? Ich bestelle jetzt einfach noch eine. Ich wollte darüber eigentlich mal ein Video machen, aber Faulheit, ne? Und keine Zeit und so. Und ich habe eins zu eins dieselben Sachen bekommen. Ja, eins zu eins dieselben Sachen. Und da habe ich halt mal so nachgefragt hier, wieso kriege ich dieselben Sachen und nie eine Antwort bekommen. Ich wurde dann auf einmal von der Seite gesperrt. Das war irgendwie, ja, eine kuriose Seite. Ich habe mich da ein bisschen catchen lassen von der Seite, aber ja, gut. Nicht schlecht. Und das Ja. war in der Mystery Box mit drin. Ja. Okay. Und die Tasche? Von Burberry. Burberry-Tasche. Ja. Auch direkt im Store gekauft, oder? Ja. Was kostet sie? Ich habe 450 bezahlt. Oh. Oh. Alter, 450 für die Tasche. Wenn ich mal. Ey, wie schon gesagt, jeder kann machen, was er möchte, ne? Und wenn die Leute so viel Geld haben, dann sollte er es machen. Aber frag doch meistens mal die Leute, die Sachen kaufen. Frag doch mal, was die arbeiten oder frag doch mal, wie viel Geld die zur Verfügung haben. Die können sich meistens nicht mal ein Auto leisten, haben aber ein Outfit, was gefühlt teurer ist als 30 Autos. Da frage ich mich, warum holt ihr euch so ein Outfit? Ihr habt einen Traum, endlich euch mal ein Auto zu leisten oder ihr habt einen Traum, endlich mal in Urlaub zu fliegen. Dann solltet ihr vielleicht mal ein paar Abstriche machen, weil so eine Tasche kriege ich für 20 Euro. Ne?
Und solche Taschen halten auch lange, nee, von wegen hier scheiß Qualität, ne? Also ich trage eh nicht solche Hipster-Taschen, ne? Also finde ich überhaupt nicht schön, ist nicht meins. 450 Euro. Ey, wir sind so eine Verschwendung. Ich finde gerade auch verschwenderische Gesellschaft in dem Sinne, weil viele Menschen kaufen sich teure Klamotten und schmeißen die dann auch relativ schnell wieder weg. Ne, wenn man dann mal solche Leute fragt, na, wie lange trägst du deine Klamotten? Und ich kenne wirklich solche. Ich kenne auch Leute, die geben fast 1000 Euro für Silvester aus, aber das ist ein anderes Thema und das ist kein Witz jetzt. Und da fragt man die mal, ja, hattest du nie vor 2 Monaten die Tasche? Ja, nee, ich habe mir eine neue geholt. Was hast du mit der gemacht? Ja, habe ich weggeschmissen oder habe ich verschenkt. Wo ist der Sinn? Wo ist der Sinn darin? Okay, nicht schlecht. Was und ich kritisiere sie nicht als Person jetzt, ne? Ich das ist halt ihr, also von meiner Freundin. Okay. Okay, dann deine Brille. Ist so ein Prada. Prada-Brille? Ja. So ein bisschen im, wie nennt man es, Retro-Look, oder? Ja. Okay. Und die, was zahlt man für die? Ist sie mit Stärke? Nee. Mm-mm, kommt aber noch rein. Okay, okay. Aber die hat 300 gekostet. 300. Ja. So okay, nicht schlecht. Was haben wir noch? Irgendwie eine Uhr oder so? Nein. Sonst noch irgendwas? Nein. Ringe? Nein, das ist, den habe ich auch geschenkt so, bekommen, okay. Weiß ich nicht. Okay. Und sonst nichts Besonderes. Ja, okay, passt. Leute, Outfit preist du dich einmal hier ein. Cooles Outfit, Lisa. Dankeschön. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Jemanden grüßen oder dein Instagram? Ich heiße halt auf Instagram Luisa mit 3A und ERD. Wie heißt du? Julia. Julia, was geht ab heute? Bilder machen. Bilder machen, für Instagram auch. Ja. Okay, Julia. Also wie schon gesagt, ich habe sie nicht als Person kritisiert. Ich finde das halt nur so lächerlich, gerade auch so Sonnenbrillen, zumindest bei mir ist es so. Ich verlege die gerne mal, ne? Ende Sommer. Und geht es halt mal ganz schnell, dass mal ein kleiner Kratzer dran kommt. Und ich will gar nicht wissen, wie teuer da die Reparatur ist. Da hole ich mir doch lieber eine Sonnenbrille, vielleicht für 10, 20 Euro. Wo ich weiß, okay, die reicht, die hält vielleicht nur für einen Sommer und hole mir halt nächstes Jahr, wenn die nicht kaputt, also wenn sie nicht kaputt ist. Ich habe zum Beispiel eine Sonnenbrille, die trage ich jetzt schon 4 Jahre. Die kam 20 Euro. Outfit erstmal. Danke. Lass mal bei den Schuhen anfangen. Was haben wir da? Also es sind normale Nike Air Force. Ich weiß nicht, die habe ich im Internet gefunden für 45 Euro, also die sind fake. Für 45 Euro? Ja. Das ist aber ein relativ guter Preis für die Schuhe. Ja, also sie sind nicht echt. Okay, ja, aber die Nike-Schuhe sind ja echt. Und da wurde auf jeden Fall, oder sind die gebraucht gewesen? Nein, also die sind neu, aber irgendwo aus China bestellt. Ach so, und so. Okay, okay, okay. Nee, ich dachte, das wären diese ganzen ganz normalen Nike Air Force und dann die Stewie Dior-Dings drauf. Okay, nee. Und bequem? Ja, die sind auf jeden Fall sehr bequem. Okay, okay, nice. Was haben wir noch? Hose? Hose ist von Only, ich glaube 20 Euro oder so. 20 Euro, ja. Ganz entspannt. Dann dein Oberteil? Mein Oberteil ist von Shein, 5 Euro oder sowas. 5 Euro, ja. Ganz entspannt. Dein Mantel? Der Mantel ist von Zara, ich glaube 80 Euro oder 80 sowas. 80 Euro. Ja. Passend zur Hose, ne? Ja. Okay, dann deine Tasche, zeig mal in die Kamera, was haben wir da? Die Tasche ist, glaube ich, auch von Zara, 40 Euro oder sowas. 40 Euro, ganz entspannt. Dann, finde ich cool, weil bei ihr denkt man so, das hat man bei der ersten Dame gar nicht gedacht, aber bei ihr denkt man so, dass das alles irgendwie sonst was wie viel Geld kostet, ne? Und wie schon gesagt, wenn ihr jetzt in den Kommentaren kommt von wegen, ja, guck doch mal, wenn du so billige Sachen holst, guck doch mal, wie die produziert werden. Guck doch mal, wie die meisten Markenklamotten produziert werden. Also mit so einem Argument könnt ihr gar nicht kommen. Wirklich null. Und wenn ihr mit dem Argument kommt, ja, die billigen Sachen gehen relativ schnell kaputt, das kann ich auch widerlegen. Wie schon gesagt, ich habe Sonnenbrillen hier, die halten schon jahrelang. Ich habe Hosen, die halten auch jahrelang. Hosen jetzt nicht unbedingt, aber die Jacke, wie lange habe ich denn die Jacke jetzt schon? Die Jacke habe ich jetzt 6 Jahre, 7 Jahre? Und? Passt doch noch. Deine Brille? Ist von Shein, 5 Euro. Von Shein? Ja. Die ist ja gerade so ein Mode, dieses Gestell, ne? Ja. Ich kenne die Brille sonst mit blauen Gläsern, gibt's ja auch, ne? Ja, die gibt's in mehreren Farben. Okay, okay. Und deine Kette? Die hier ist von Primark, 4 Euro oder sowas. Primark, und die hier ja. Ist von Swarovski, ich glaube 8 Euro. Mode. Also, die ist echt Mode. Haben wir noch irgendwas? Die Ringe sind von Müller oder sowas, auch 4 Euro. Ja, okay. ja. Okay. Genau. Da haben wir alles? Ja.
Okay, Leute, Outfitpreis bin ich am hier ein. Julia, cooles Outfit, auch sehr günstiges Outfit, finde ich. Sieht aber sehr gut aus. Danke. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Jemand grüßen Instagram? Nee, alles gut. Cooles, ja, Video. Ja, ich hab wirklich dazu eine Meinung. Ich finde es halt auch gerade so, wenn man öfters mal, gut, also wenn die sich das mit ihrem eigenen Geld kaufen, ist es wieder eine andere Sache. Aber wenn ich dann so Jugendliche sehe und es gab's, irgendwo gibt es ein Video, ich weiß nicht, ob es auch von ihnen ist, wo die Mutter im Hintergrund immer reinruft, da wird der Sohn gefragt, wie teuer das Outfit ist und ja, das kostet so viel. Also das wäre für mich als Elternteil peinlich, weil so fängt das dann auch in der Schule an, dass Menschen, die billige Outfits haben, die vielleicht Sachen tragen, die nicht mehr so in sind, relativ schnell die Außenseiter sind. So, obwohl auch vielleicht die Familien gar nichts dafür können. Und deshalb bin ich auch, das ist so ein bisschen meine Meinung, ich bin auch dafür, dass in Deutschland wieder die Schuluniform eingeführt wird. Bei uns gab es damals, ich weiß gar nicht, ob es in der Grundschule war, mal so ein Pilotprojekt. Und es kam auch sehr gut an. Es kam wirklich sehr gut an. Wurde aber dann, glaube ich, gar nicht mal weiterverfolgt. Oder ich bin dann in die Real, also hier in die weiterführende Schule gekommen. Ja, ist halt nicht so mein Format, ne? Wie schon gesagt, muss jeder selber wissen. Ich habe da so eine Meinung. Ich könnte darüber jetzt auch 3000 Jahre reden. Möchte ich euch jetzt nicht antun. Guckt unbedingt bei ihnen rein, bei den Gutsten. Wie immer ganz oben verlinkt. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.